Wir alle erinnern uns doch bestimmt noch an unser Lieblingsspielzeug von früher. An die unterschiedlichsten Spielsachen, die wir damals hatten und mit denen wir in unserer Kindheit immer unsere Zeit verbrachten. Oder wir erinnern uns an Werbung und andere Advertisements, wo man neuestes Spielzeug sehen konnte, das jetzt gerade erst auf den Markt gekommen ist und das uns damals sofort faszinierte. Spielzeug ist an sich etwas wirklich Tolles, doch es sollte gut genug getestet sein, damit man nicht irgendwelche Gefahren eingeht. Es gibt die unterschiedlichsten Spielzeuge, die allesamt vom Markt genommen wurden, die allesamt verboten wurden, weil sie zu gefährlich gewesen sind. Ich habe für euch 10 verbotene Spielzeuge rausgesucht, die alle vom Markt genommen werden mussten und zurückgerufen werden mussten, weil sie eben viel zu gefährlich waren für die Kinder, die sie benutzten. Teilweise sind bei diesen Spielzeugen sogar Kinder daran gestorben. Also, wenn ihr Lust habt auf gruselige, verbotene Spielzeuge, dann lehnt euch jetzt zurück und viel Spaß. Aquadots. Ein simples Spielzeug, das ähnlich weiterhin auf dem Markt zu haben ist. Grundsätzlich sind Aquadots folgendes. Man kann mit einem Stift kleine Kügelchen oder Perlen platzieren und damit bunte Formen oder andere Bildchen kreieren. Ähnlich wie so ein Bügelperlenbild sprüht man dann Wasser auf die Kügelchen und schon kleben sie zusammen. Und man kann die eigenen Designs anfassen, aufhängen, als Schlüsselanhänger benutzen und alles Mögliche damit machen. An sich ist dies eine einfache, spaßige Aktivität für Kinder, wo sie kreativ werden können. Das Problem war jedoch, dass eine Version aus dem Jahr 2007 eine besondere Substanz auf den Kügelchen hatte. Diese Substanz, die genutzt wurde, damit die Kügelchen aneinander hafteten, trug den Namen GHB. Bekannter ist sie aber unter dem Begriff Date Rape Drug. Da es eine Substanz ist, die den Menschen betäubt und auch häufig als K.O.-Tropfen genutzt wurde, bekam sie den Namen Date-Vergewaltigungsdroge, da immer wieder Leute genau diese Substanz nutzten, um andere Leute zu betäuben und daraufhin zu vergewaltigen. Und da Kinder, so wie Kinder nun mal sind, alles in den Mund nehmen, was sie finden können, haben auch viele Kinder diese Kügelchen verschluckt. Insgesamt 3 Kinder fielen daraufhin ins Koma, weil sie sich selbst mit dieser Substanz vergiftet hatten. Erst danach wurde das Produkt vom Markt genommen. Lawn Darts. Es gibt viele gute Gartenspiele, die man benutzen kann. Boccia, Wikingerschach und so weiter. Eine eher schlechte Idee waren Rasendarts oder Jarts, wie sie genannt wurden. Dies war ein Gartenspiel, bei dem eine große Zielscheibe auf den Rasen gelegt wurde und man dann mit großen schweren Dartpfeilen versuchen musste, die meisten Punkte zu kriegen. Diese Dartpfeile waren sehr schwere Pfeile aus Eisen, die sehr spitze Objekte waren. Die Spitze von ihnen war so spitz, dass sie alles Mögliche durchdringen konnte. Und dieses Objekt hätte weder in die Hände von Kindern gedurft, noch von Jugendlichen oder betrunkenen Erwachsenen. Immer wieder wurden Leute von diesen Pfeilen teils schwer verletzt, da sie getroffen wurden und die Pfeile mühelos das eigene Fleisch durchstachen und teilweise sogar Knochen kaputt machen konnten. Alleine 6000 Kinder wurden so schwer verletzt, dass sie nach dem Spiel mit diesen Dartpfeilen ins Krankenhaus kamen. Und ein Mädchen starb tragischerweise 1987, nachdem genau so ein Pfeil in ihrem Kopf landete. Erst nach diesen schrecklichen Vorfällen wurde dieses Spielzeug öffentlich vom Markt genommen. Mini-Hängematte. Eine kleine Hängematte für Kinder. An sich klingt diese Idee nicht sonderlich schrecklich oder gefährlich, doch als so ein Produkt 1996 auf den Markt kam, hatten die Hersteller eine Sache nicht beachtet. Denn damals war der Wunsch groß, so eine Hängematte zu haben. 3 Millionen Mini-Hängematten wurden verkauft, einfach weil sie wegen ihren Größen perfekt in Gärten, Zimmern oder auch auf kleinen Balkonen aufgehangen werden konnten. Doch beim Auf- und Absteigen von diesen Kinderhängematten kam es zu einem Problem. Die Maschen in den Matten waren häufig so groß gewesen, dass viele Kinder in der Matte festhingen. Meistens taten sie dies nur mit Arm oder Bein, doch manche Kinder fielen so ungünstig aus der Hängematte, dass diese Matte sich um ihre Hälse wickelte und die Kinder strangulierte.
12 Kinder starben, da sie sich so eingewickelt hatten, dass sie keine Luft mehr bekam. Die Eltern fanden dann nur noch die Leichen, als sie ins Zimmer kamen. Erst nach diesen schrecklichen Vorfällen wurde diese Matte vom Markt genommen. Snacktime Kid. Es gibt viele Puppen, die lebensecht wirken sollen. Manche weinen, manche pinkeln und manche können sprechen. Doch eine ganz besondere Puppe kam 1997 auf den Markt. Denn damals kam die Puppe namens Snacktime Kid. Diese Puppe hatte einen elektronischen Kiefer eingebaut gehabt. Man konnte der Puppe alles Mögliche zu essen geben. Entweder die Nahrungsmittel, die bei der Puppe dabei gewesen sind, aber auch ganz normales Fleisch, Brot, Papier und so weiter. Die Puppe zerkaute alles, was du ihr gabst, und schluckte es runter. Das Zerkaute konnte man dann aus dem Inneren der Puppe wieder herausnehmen. Das Problem war allerdings, dass der Kiefer der Puppe viel zu stark gewesen ist. Denn diese Puppe hörte erst dann auf zu kauen, wenn das Objekt in ihrem Mund komplett verschwunden und in ihrem Magen gelandet war. So passierte es häufiger, dass diese Puppen die Finger der Kinder erwischen würden und diese anfangen würden zu beißen. Die Kinder hatten dann starke Schmerzen, weil dieser unnormal starke Kiefer ihre Finger einquetschte und teilweise kaputt machte. Die Kinder versuchten dann krampfhaft ihre Finger aus dem Mund der Puppe zu reißen, wobei sie sich meistens noch mehr verletzten. Von einem Mädchen gerieten sogar die Haare in den Mund der Puppe. Erst als der Vater in das Zimmer zu seiner schreienden Tochter stürmte und die Haare abschnitt, konnte die Puppe aufhören, sie zu essen, weil sie dann endlich alle runtergeschluckt hatte. Es war nicht möglich, die Haare rauszuziehen. Daraufhin wurde diese Puppe endgültig vom Markt genommen. Easy Bake Oven. Kinder lieben es, ihren Eltern nachzumachen. Wenn sie sehen, wie die Erwachsenen in der Küche kochen, wollen sie auch gerne selber einen eigenen Herd haben. Und dafür gab es einen Easy Bake Ofen aus dem Jahr 2006. Dieser Ofen hatte sogar eine eigene Heizfunktion, mit der die Kinder richtig kochen konnten, auch wenn diese Heizfunktion nicht so heiß wurde wie ein normaler Herd. Doch genau diese Heizfunktion war das Problem. Viele Kinder verbrannten sich an dem Ofen oder klemmten in der Ofentür fest und kamen von der Hitzequelle dann nicht mehr weg. Es gab über 250 gemeldete Vorfälle, bei denen Kindern wegen diesem Ofen verletzt wurden. 16 von ihnen verbrannten sich sogar so schwer, dass sie Verbrennungen zweiten oder dritten Grades hatten. Und ein 5-jähriges Mädchen verbrannte sich sogar so schlimm an der Hand, dass Teile ihres Fingers amputiert werden mussten. Danach wurde sofort der Verkauf gestoppt. Clackers. Manche werden diese Klacker vielleicht kennen. Letztendlich sind es nur 2 Kugeln, die an einem Seil befestigt sind und man kann sie gegeneinander schlagen, sodass sie klackende Geräusche machen und immer wieder voneinander abprallen. Und normalerweise sind diese Dinger harmlos. Man haut sie sich einfach vielleicht mal gegen die Hand, aber mehr auch nicht. Eine Firma brachte jedoch 1985 eine besondere Version von diesem Spielzeug raus, bei der die Kugeln aus Glas bestanden. Das Problem war nun gewesen, dass wenn die Kinder die Kugeln zu stark gegeneinander schlugen, das Glas splitterte und zerbrach und Glassplitter in die Augen der Kinder flogen und diese dadurch erblinden konnten. Auch dieses Spielzeug wurde schnellstmöglich wieder vom Markt genommen. Fidget Spinner. Viele erinnern sich vermutlich noch an den Hype über die Fidget Spinner vor einigen Jahren. Kleine Kreisel für die Hand, die einen beruhigen sollten. Jeder Laden verkaufte plötzlich diese Teile, die bis heute in Schubladen verstauben. Doch tatsächlich waren diese Spielzeuge auch sehr gefährlich gewesen. Eine Gefahr, weswegen 10 Kinder ins Krankenhaus kamen, war das Risiko, Teile vom Fidget Spinner zu verschlucken. Die Kugellager waren häufig nicht gut befestigt und konnten einfach rausgenommen werden und waren dann klein genug, um sie zu verschlucken. Zudem beinhielten viele Fidget Spinner sehr viel giftiges Blei, das zu Vergiftungen führte, und manche Fidget Spinner hatten regelrecht Klingen an den Enden befestigt, damit sie cooler aussehen. Doch wenn man diese Fidget Spinner zu schnell gedreht hat und dann die Hand dagegen hielt, konnte man richtige Schnittverletzungen kriegen. Viele dieser Kreisel mussten damals zurückgerufen werden, als mehr und mehr Kinder deswegen ins Krankenhaus kamen. Power Wheels. Kinder wollen gerne wie die Eltern Auto fahren. Und dafür gibt es tatsächlich Autos in Kindergröße.
Spielzeuge, mit denen die Kinder richtig durch die Gegend fahren können. Mit Lenkrad, Gaspedal und Bremse. Alles so, wie es für ein Auto typisch war. Doch die im Jahr 1991 veröffentlichten Fisher-Price Power Wheels mussten damals zurückgerufen werden, weil es zwei große Gefahren gab. Einerseits verschmolzen Gaspedal und Bremse manchmal miteinander und dadurch konnte man den Wagen nicht mehr abbremsen. Wenn man auf die Bremse trat, wurde der Wagen immer und immer schneller. Er hörte einfach nicht mehr auf zu beschleunigen. Die Kinder fuhren dann also ungebremst gegen Wände, Bäume oder in Gräben und verletzten sich dabei teils schwer. Zudem fingen viele dieser Autos sowohl während des Betriebs als auch wenn sie aus waren Feuer. Diese Autos fingen auf einmal an zu brennen und einige Kinder verbrannten sich, während sie im Auto saßen. Insgesamt 700 solcher Mängel wurden gemeldet, bevor diese Autos vom Markt genommen werden. Magnetspielzeuge. Bei meiner Recherche fand ich insgesamt 10 unterschiedliche Magnetspielzeuge, die allesamt vom Markt genommen wurden, aus den gleichen Gründen. Diese Spielzeuge waren alle gleich. Man hatte magnetische Kugeln oder Stangen, die man miteinander verbinden konnte. Diese Kugeln haben einfach aneinander gehaftet und so konnte man aus diesen Magneten die unterschiedlichsten Dinge formen. Alles schön und gut und ein großer Spaß für Kinder. Jedoch haben viele Kinder, wie Kinder es nun mal tun, diese Magneten auch verschluckt. Und das Problem war, dass zwar eine dieser Kugeln nicht gefährlich gewesen wäre, aber die Kinder verschluckten meist mehrere. Diese Magnete fingen dann im Magen und in anderen Organen an, sich aneinander zu haften, weil sie sich nun mal anzogen und verstopften somit die wichtigen Durchgänge in den Organen. Einige Kinder starben sogar, nachdem sie diese Magnete verschluckt hatten. Viele dieser Spielzeuge mussten vom Markt genommen werden oder besondere Hinweise kriegen. Sky Rangers Modellflugzeuge. Ein Modellflugzeug ist eigentlich etwas Schönes. Man lässt es ferngesteuert durch die Luft fliegen, macht ein paar Manöver oder bewundert einfach, wie es unbeschwert durch die Lüfte gleitet. Ein 2007 erschienenes Modellflugzeug versprach exakt das, jedoch mit tragischen Folgen. Denn dieses Flugzeug hatte eine schreckliche Angewohnheit. 45 gemeldete Fälle existieren, bei denen das Flugzeug plötzlich, während es benutzt wurde, explodierte. Entweder während es durch die Luft flog oder während die Leute es in der Hand hielten und starteten. Grund war eine Batterie im Inneren, die so heiß wurde, dass sie plötzlich explodieren konnte. Jedoch mit so einer unfassbaren Wucht, dass das ganze Flugzeug auseinandergerissen wurde. Teile flogen durch die Luft und verletzten die Nutzer am ganzen Körper. Und manche waren so dicht an der Explosion gewesen, dass sie Brandverletzungen hatten und sogar kurzzeitig einen Hörverlust litten. Insgesamt 21.000 Modelle mussten deswegen zurückgerufen werden. Das war auf jeden Fall dieses Video von den 10 gruseligsten Kinderspielzeugen, die allesamt verboten sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht hattet ja auch ihr eines dieser Spielzeuge. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.